So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Gut, der DAX musste heute jetzt schon 80 Punkte etwa abgeben und hat eben das obere Kursziel, wo man eigentlich short gehen wollte, dadurch eben verpasst. Richtige Ideen gehabt, genauso wie beim Gold und Silber oder auch beim Nasdaq, sozusagen die Seite wechseln. War die richtige Idee, nur die Limits waren leider ein Stück zu weit nach oben gesetzt. Gut, jetzt, ich werde jetzt hier jetzt nicht hinterherrennen, sondern mal abwarten auch, was USA zur Öffnung eben so treibt. Hier jetzt im Stundenchart liegt so eine Art Cluster, eine Clusterunterstützung bei 9,434 vor. Wenn man jetzt hier auch noch eine Trendlinie ziehen würde, kann man kurz machen. Ja, trifft die nämlich hier auch drauf. Und wäre hier, wenn dieser Aufwärtstrend gebrochen wird, gleichzeitig die Wolke durchbrochen, die Unterkante, und somit ein Verkaufssignal würde hier generiert werden, so dass der DAX Richtung 9,3 etwa zurückfällt. Im bullischsten Fall vielleicht eben nur auf die 9,350, denn hier verläuft der EMA 200. Das wäre jetzt hier mal im Stundenchart. Gehen wir noch auf Xetra. Wie sieht es dort aus? Hier liegt der Aufwärtstrend leicht anders. Hier sieht man, dass er hier in das Gap schon reingelaufen ist, aktuell wieder an der Gap-Oberkante steht. Dieses Gap hier ist hier gemeint. Und hier wäre dann, nachdem der Aufwärtstrend möglicherweise verlassen wird, wäre hier auch etwa bei 9,350. Kommt eben drauf an, wann noch die Unterkante bzw. eben die Wolkenoberkante. Also da könnte sich schon gleich der DAX wieder berappeln und dann doch wieder ansteigen. Wie gesagt, ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis wäre eben bei der 9,6 gewesen. Leider eben nicht erreicht. Jeder sollte hier eben auch, hier waren ja die Teilverkäufe für das Long-Szenario angedacht bzw. geschrieben. Jeder sollte, auch wenn er jetzt noch hier long gegangen ist, noch im Gewinn sein. Wenn er auch hier ist, noch minimal. Jedenfalls die Position absichern. Und für Short, ja, sehe ich, ja, wenn man das hier oben beim letzten Hoch absichert, von mir aus noch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, aber sonst eher vielleicht eben mit US-Eröffnung noch warten, bis er vielleicht wieder bis 9.550 ansteigt und dann nochmal eine Short-Möglichkeit ist dann vielleicht gegeben. Schauen wir das kurz auf die Liste im DAX. Die E.ON, die volatilen Werte, und RWE liegen wieder weit unten. BMW, Daimler und auch die Autowerte sind im Minus. Schauen wir das ganze Bild im Tageschart an. Wie man eben hier erkennt, lag hier ein ehemaliges Gap und jetzt eben auch der EMA 38. Der wurde halt knapp verpasst. Und hier liegt dann eben auch bei 9,355 eine Unterstützung. Also, wer wirklich spekulativ short gehen will, setzt das Hoch, den Stopp auf das Hoch und Ziel dann die 9,350. Ob dann der Index weiter durchfällt, ist natürlich aktuell noch nicht klar, oder ich würde jetzt nicht groß darauf setzen.
Die Fibonacci Levels muss man leicht nach oben setzen. Dann wäre hier das 50% Retracement bei 9,150 etwa rund. Das wird dann auch die Gap-Unterkante hier entsprechen noch. Dann kommen wir zu den Forex und zum Gold und Silber, was ich hier noch die letzte Woche für Setups vorgeschlagen habe, sind noch nicht ausgeführt. Das war das australische Dollar gegen US-Dollar. Hier konnte der Kurs jetzt direkt hier die obere Trendbegrenzungslinie erreichen. Intraday wären jetzt natürlich hier Ausbrüche nach oben möglich. Das würde dann eventuell zu einem Fehlsignal leiten, aber definitiv ein Tagesschlusskurs über 0,728 wäre für mich ein Monstereinstiegssignal. Euro gegenüber Pfund wurde nichts aktiviert. Da werde ich weiter den steilen Aufwärtstrend beobachten und gegebenenfalls, ja, hier kann, das werde ich dann nachher auch im Stream nochmal schreiben. Das sieht hier wirklich jetzt gut aus. Wenn jetzt ein Tagesclose unter dieser Marke stattfinden sollte, 0,766 Intraday, könnte sich hier, ja, eher vielleicht noch ein Fehlsignal herausbilden, weil noch ein Hoch fehlen könnte. Aber man kann sich hier eng oder einstoppen und den Stopp relativ eng an den Markt setzen, um schauen, ob hier deutliches Abwärtspotenzial folgen kann, also Verkaufsdruck, oder dann doch wieder nach oben. Aber es ist hier trotzdem sehr interessant. Ein Trade ist es auf jeden Fall wert. Den Stopp natürlich dann hier hoch. Pfund gegenüber Yen wurde auch nichts aktiviert. Hier ist der Abwärtstrend weiter vorhanden, der steile. Zum Gold und Silber. Da habe ich auch leider die Kauflimits zu weit nach oben gesetzt. Hier war gestern, als ich die Analyse geschrieben habe, der Goldpreis bei 1202. Ein kleineres Tief oder noch ein Rücksetzer. Ein kleiner Rücksetzer wäre dann zur Ausführung gekommen. Das zweite Kauflimit lag deutlich darunter. Werde ich auch weiter beobachten, aber jetzt nicht hinterher springen. Beim Silber lag eben auch bei der Analyse der Silberpreis bei 15. Noch ein kurzer Absacker wäre toll gewesen. Aber nein, der Silberpreis stieg dann 200 Pips hier wieder an. Wie auch bei Gold, hinterherlaufen werde ich jetzt nicht. US-Dollar gegenüber kanadischen Dollar. Ja, da ist nicht viel gewonnen, nichts auch verloren. Eher langweilig im Moment. Sollte aber hier das Tief eben fallen, dann sollte es relativ schnell Richtung 1,34 gehen. Danke fürs Zuhören und ich melde mich später wieder.